Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video werden wir uns mit Solidity beschäftigen. Da die meisten von euch, vermute ich, Solidity verwenden werden, werden wir uns die Programmiersprache ein bisschen genauer anschauen. Ich habe bereits ein Sneak Peek gemacht, das heißt, ich habe gezeigt, wie es aussehen könnte oder respektive einen Contract bereits gezeigt, aber nicht erklärt, was dort gemacht wird. Jetzt hole ich das nach. Vorher ging es mehr um, was ist alles möglich, was könnte ich in deinem Challenge Task machen. Und jetzt geht es dann darum, die Details anzuschauen. Gut, ich werde die Remix-ID verwenden. Das ist diese ID hier. Ihr könnt natürlich auch andere Tools verwenden. Es gibt diverse Plugins für Entwicklungsumgebungen. Meiner Erfahrung nach ist Remix relativ komfortabel. Es gibt zwar ein paar Sachen, die sind ein bisschen mühsam. Aber der ganze Rest, das Tooling bei Remix, das finde ich noch recht gut und deswegen werde ich das hier so verwenden. Wir werden uns dann sicher auch noch das eine oder andere Deployment anschauen. Das habe ich bereits auch gezeigt, wie das funktioniert, respektive, dass es eben Block Explorer gibt. Ein Block Explorer wie zum Beispiel Etherscan, der hat die ganze Blockchain und dort kann man sehen, was ist in den Transaktionen drin, wer hat was gerade, welche Transaktion gebroadcastet, wann wurde eine Transaktion in einen Block aufgenommen. Das ist relativ komfortabel und das geht für Mainnet, das geht für das Testnetz. Und es gibt eine gute Übersicht. Zum Teil hilft es auch beim Debuggen. Es hat noch ein paar Debuggen-Optionen und man kann auch dort von Etherscan direkt Contract Calls machen. Kann man natürlich auch von Remix, aber geht wie gesagt ebenfalls bei Etherscan und es bietet doch eine gute Übersicht über, was läuft auf der Blockchain. Und rein technisch, Etherscan, was die haben ist, die haben eben die ganze Blockchain, die indexieren diese Blockchain, sie können sie auch interpretieren im Stil von, zeige mir alle ERC20 Tokens oder zeige mir die ERC20 Tokens mit dem meisten Volumen. Das heißt, sie haben dort auch schon Logik eingebaut, wo man solche Abfragen dann tätigen kann. Wie gesagt, relativ komfortabel, deswegen werde ich das auch in dieser Vorlesung verwenden. Gut, das nochmals kurz als Repetition. Habe ich auch gesagt, bereits erklärt, was es ist. Das, was wir jetzt machen werden mit Solidity, das wird kompiliert. Und das Resultat werden Opcodes sein und die Opcodes kosten, je nachdem, was es für ein Opcode ist. Das hier ist das Gas. Es gibt ganz günstige Operationen. Das sind die zum Beispiel Multiplikationen, Additionen. Die sind relativ schnell. Dann kommen hier teure Operationen wie Contract Creation oder den State Speichern. Oder auch ein bisschen günstiger dann, aber State laden, das heißt, wenn man etwas mit der Disk macht. Und diese Opcodes, eben diese werden von Solidity, von Solidity werden die nach diesem Opcode, nach diesen Opcodes kompiliert. Und diese Opcodes werden dann auf der EVM aufgerufen. Und die EVM hat ebenfalls diese Tabelle und kann danach nach dem Lauf dieses Contracts dann sagen, okay, so viel Gas hat der Contract dann gebraucht. Kann man auch sich natürlich gerne nachlesen, wie die EVM genau funktioniert. Das auf dieser Seite hier ein recht guter Artikel, wie das genau funktioniert mit dem Gas und wie die EVM funktioniert.
Genau, und wenn mal ein Contract nicht funktioniert oder irgendwie in ein Revert reinläuft, dann gibt es zwei Arten, was dann passieren kann. Entweder das Programm wird gestoppt, der State wird zurückgesetzt, das verbrauchte Gas wird aber nicht mehr zurückgezahlt. Und auch noch wichtig ist, dass wenn man also bei der bei der Transaktion gibt man immer noch an, was der Gaspreis ist und wie viel Transaktionsgebühren in Ethers oder in einer Untereinheit von Ethers ich in dieser Transaktion mitgeben möchte. Und wenn dann dieser Betrag aufgebraucht ist mit diesen Gaskosten, dann wird alles, was vorhin berechnet worden ist, der State, wenn der geändert worden ist, das wird dann wieder rückgängig gemacht. Das heißt, wenn ein Contract nicht erfolgreich abschließt, dann wird alles wieder rückgängig gemacht und man muss das Geld natürlich zahlen, weil das Programm schon bis zu diesem Zeitpunkt gelaufen ist, also bis zu diesem Fehler. Gut, dann schauen wir uns Solidity an, wie es aussieht. Oben haben wir einen License Identifier. Wenn man jetzt hier hingeht, ich habe MIT. Man könnte es natürlich auch weglassen, braucht es nicht zwingend, aber dann gibt es immer so einen unschönen Warning, eine Warnmeldung, das sagt, hey, man sollte doch das hin tun. Mache ich jeweils, damit diese Warnung weggeht. Und bezüglich Lizenzen, da gibt es hier eben diesen Identifier. SPDX steht für Software Package Data Exchange. Das ist ein Standard, das beschreibt eben, welche Lizenz das man verwendet. Und es gibt eine Liste von Lizenzen, die man auswählen kann. Die ist hier ebenfalls auf dieser Seite aufgelistet, diese Lizenzen. Da gibt es natürlich ganz viele Lizenzen, von denen man auswählen kann. Ich verwende dann meistens MIT, weil das irgendwie den kürzesten Text hat, die Lizenz. Aber man kann auch andere Lizenzen verwenden. Wenn man keine Lizenz verwenden möchte, dann gibt es Unlicensed. Das gibt es zwar hier nicht. Unlicensed, also wenn man danach sucht. Es gibt so die Unlicensed, die habe ich mir auch angeschaut, aber das ist Public Domain. Sagt man, dass man das Programm oder den Source Code einfach brauchen darf. Jeder kann damit machen, was er möchte. Das ist Unlicensed ohne D. Unlicensed heißt, es hat keine Lizenz und wurde von NPM übernommen. NPM Unlicensed. Das ist direkt hier Unlicensed hier referenziert von den NPM Documents Unlicensed. Das wird so empfohlen, wenn man eben diesen Source Code nicht öffentlich machen möchte, kann man das natürlich ebenfalls so machen. Gut, kommen wir nun zu den Versionen. Hier habe ich jeweils oben noch, welche Version das verwendet werden soll. Das sollte natürlich mit dem Compiler übereinstimmen. Beim Compiler, den kann man hier oben auswählen, 0.8.21. Das ist momentan der neueste Compiler und wenn ich das hier zum Beispiel auf 22 setze, natürlich, dann wird es nicht funktionieren. Und es wird mir eine Fehlermeldung geben, dass es diese Version gar noch nicht gibt. Man kann aber auch mit älteren Compiler-Versionen arbeiten. Ich kann sogar mit 8.0.8.0 arbeiten. Und hier oben eben gibt man an, welchen Solidity Compiler man haben möchte. Das mit dem Dach. Das sagt, das habe ich hier unten,
dass man die Version vorher nicht nehmen sollte. Also in diesem Beispiel, man sollte die Version 0.8.17 nicht nehmen, man sollte die Version 0.8.18 nehmen, wenn verfügbar, und es sollte auch, wenn es ein Major Version Upgrade gibt auf 0.9.0, dann soll man das ebenfalls nicht verwenden. Das heißt, hier wird man dann die neueste Solidity-Version verwenden vor einem neuen Major Upgrade. Kann man auch noch anders schreiben, aber so der Standard ist mit dem Dach, und das ist auch allgemein so bei anderen Package Managern. Das ist eigentlich bekannt und sollte nichts Neues sein. Dann kann man importieren. Man kann andere Files importieren. Das heißt, ich kann jetzt hier ein zweites File erstellen. Hier habe ich schon einige Contracts, New Files, hier Test 1.solidity. Da machen wir ebenfalls so etwas. My Contract 2 nennt sich Test.sol. Und hier kann ich dann sagen, Import Test 1.sol. Und ja, jetzt habe ich das importiert, und da können wir dann später schauen, für was das gebraucht wird. Ich kann jetzt von diesem zum Beispiel kann ich jetzt den Contract überschreiben mit einem Art, in Java ist es Extends, hier in Solidity ist es Is. Und da kann man dann My Contract 2 eingeben. Und jetzt habe ich quasi mein Contract 2 überschrieben, und da kann ich dann, wenn die Methoden oder die Funktionen so definiert sind, diese Funktionen auch überschreiben. Wird häufig verwendet, wenn man zum Beispiel bei Open Zeppelin einen Base Contract hat, einen ERC20 oder einen ERC721. Dann importiert man über eine URL, und dann kann man hier auf diese Contracts zugreifen, diese extenden, und dann dementsprechend die Funktionalitäten anpassen. Gut, bevor wir das noch machen, hier noch ein kurzes Beispiel, eben Open Zeppelin, das geht natürlich auch. Ich kann das importieren, ich kann das importieren, das geht dann tatsächlich übers Netz, und hier kann ich jetzt auch den ERC 721 überschreiben. Braucht natürlich noch einen entsprechenden Konstruktor, wird mir hier auch angezeigt. Ich brauche noch hier einen Namen und also zwei Strings, den Namen und das Symbol. Kann ich ganz kurz machen mit Konstruktor. Und zwar funktioniert das wie folgt. Hier kann ich dann angeben, dass es eben noch einen Konstruktor braucht. Neben meinem Konstruktor kann ich dann hier eingeben, das ist der Name und das ist das Symbol. Und dann wird der Konstruktor hier aufgerufen mit diesem Namen und diesem Symbol. Genau, dann Kommentare. Das ist eigentlich bekannt aus anderen Programmiersprachen. Hier Comment. Test, das geht auf einer Zeile, auf mehreren Zeilen. Das sollte eigentlich nichts Neues sein, deswegen gehen wir hier schnell weiter. Hier ist ein ganz einfacher Contract, wie man eine globale Variable speichert. Das heißt, dort wird eigentlich hier wird der State gesetzt. In diesem Beispiel setze ich den State auf 1. Das heißt, das wird tatsächlich auch auf der Blockchain gespeichert, ist auch entsprechend teuer, eben etwas den State ändern, etwas schreiben auf die Blockchain.
Das ist teuer. Zu den Datentypen kommen wir noch. Als nächstes haben wir auch schon gesehen, das sind Funktionen, die können innerhalb aufgerufen werden oder auch von außerhalb. Also hier haben wir Function, Test, können wir sagen, Public, zu den Modifiers komme ich ebenfalls. Und hier kann ich dann sagen, Stored Data setze ich auf 2. Man kann natürlich auch einen Getter schreiben, der das dann zurückgibt. Function nennen wir das Set. Und das hier nennen wir Get. Public Return Store Data. Und das wird momentan so mal nicht funktionieren, weil er sagt, hey, er returnt was. Das heißt, hier müssen wir noch mitgeben, was er returnt. Returns Point 256. Zu den Datentypen werde ich noch kommen. Es gibt auch den Default Data Typ UINT. Das wird dann auf ein UINT 256 umgewandelt und ich empfehle es immer auszuschreiben, was der Datentyp ist. Dann ist der Code auch lesbarer. Und hier sehen wir bereits, da gibt es eine Warnung: State Mutability can be restricted to view. Dazu werden wir auch noch kommen. Hier schreiben wir kein State, hier lesen wir nur und das können wir auch so dem Contract mitgeben, indem wir sagen, er schaut sich den State nur an und er speichert hier nichts. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, die ist bereits built-in. Wenn ich jetzt diese Stored Data, diese Variable als public deklariere, dann wird automatisch hier ebenfalls ein Getter erstellt. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht notwendig, kann man machen, muss man nicht. Und hier kann ich jetzt hinschreiben, wichtig ist nach dem Datentypen. Bei anderen Programmiersprachen ist die Reihenfolge ein bisschen anders und eben da muss man sich bei der Programmiersprache jetzt kurz die Spezifikation anschauen und dann sieht man, dass es dann hier hingehört. Public. Wichtig ist aber hier wird ebenfalls ein Getter erstellt. Und das können wir uns anschauen, haben wir uns auch bereits angesehen, wie das funktioniert. Das hier ist meine In-Memory-Blockchain, das heißt, das ist sehr gut geeignet zum Testen. Wir haben auch mit Remix herumgespielt, das ist der Injected Provider. Und wir haben uns mit Custom auch noch herumgeschlagen, wie man zu seinen eigenen Knoten sich verbinden kann. Wir werden jetzt hier im Speicher uns aufhalten und wir werden es mal deployen. Hier unten sieht man eben, es gibt zwei Methoden. Store Data, das ist diese Methode, die mir hier erstellt worden ist. Wenn ich das wieder rausnehme, können wir sehen, was passiert. Den lösche ich wieder. Und ich deploye nochmal und da sehe ich, diese Methode ist weg. Das heißt, diese wollen wir, setze ich jetzt auf Public und dann ist die mein Getter wieder hier. Genau. Die Farben deuten darauf hin, das kostet etwas, das ist gratis. Hier speichert man ein State, hier speichert man keinen State. Was ich auch machen kann, ist, ich kann hier eine weitere Funktion Test aufrufen, spezifizieren, wo ich dann sage, Store Data gleich 3 zum Beispiel. Muss ich noch sagen, was es ist. Ich kann zum Beispiel sagen Public, die kann dann auch von außerhalb aufgerufen werden. Die kann ich aber auch hier aufrufen, das funktioniert auch. Was ich machen kann, wenn ich das zum Beispiel nur intern aufrufen möchte, nicht von außerhalb, dazu werden wir später auch noch genauer ansehen, was es alles gibt. Internal und dann kann ich es nicht von außen aufrufen. Das können wir uns auch noch kurz anschauen, wenn ich hier wieder
deploye, dann sehe ich hier immer noch meine zwei Set und Get. Und wenn ich das jetzt ändere auf Public, dann werde ich plötzlich drei Methoden haben und sollte jetzt mir drei Methoden geben, genau, ja, Test. Kostet ebenfalls, weil ich hier State ändere und deshalb die Farbe Orange. Und je nachdem, was es ist, eben intern oder extern, kann man das hier entsprechend über die Methoden oder die Funktionssignatur beschreiben. Zu der Visibility, da habe ich bereits vorgegriffen. Wir haben uns diejenigen Visibility Modifiers angeschaut, die sehr häufig verwendet werden. Es gibt auch andere. Also wir haben uns Public und Internal angeschaut. Private ist ähnlich wie Internal, verhält sich ein bisschen anders, wenn man dann Kontexte überschreibt. Und bei External, dort sind dann die Methoden von außerhalb zugreifbar. Das heißt, wenn ich hier auf External wechsle, dann funktioniert es mit dem Test nicht mehr, weil es eben von intern aufgerufen wird. Und deshalb wird es rot markiert. Da sieht man die Fehlermeldung, dass er eben Test nicht kennt. Das ist dann zum Guest optimieren, das heißt, dort wird auch ein bisschen weniger, dort wird der Kontext dann entsprechend kleiner, weil man den Einstiegspunkt dann dort nicht braucht. Damit kann man Guest optimieren, würde ich jetzt mal für den Change Task sicher nicht berücksichtigen. Eben die wichtigsten Public Internal im Hinterkopf behalten. Es gibt auch mehr. Dann zu den Typen, was es alles für Funktionstypen geben kann. Wir haben uns die normalen angeschaut, die eben State-Variablen oder die State ändern können. Dann haben wir uns den View angeschaut. Das ist, wie gesagt, der Getter, der liest den State nur und ändert ihn nicht. Das heißt, dann kann man diese Funktion mit View kennzeichnen. Und wenn man weder State liest noch schreibt, dann kann es pure sein. Und das ist zum Beispiel, wenn man etwas ausrechnet, hier Funktion Test gibt, Returns und 256 und hier gebe ich zurück, Return, keine Ahnung, 2 plus 2. Und da sagt ihr mir schon, okay, das könnte eigentlich pure sein, werde ich jetzt so meine Funktion entsprechend deklarieren. Und das sagt eben, dass man kein State liest und schreibt. Wenn man mit Ether, also mit der nativen Kryptowährung arbeitet, dann gibt es noch Payable. Das heißt, wenn man Geld empfängt oder Geld schicken möchte, dann aus dieser Funktion, dann muss diese Funktion als payable deklariert werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier Test oder Set aufrufen möchte und hier Ethers hinschicken möchte, dann wird das nicht funktionieren. Das können wir ganz kurz austesten. Ich kompiliere mal wieder, ich deploye. Jetzt haben wir diesen Contract. Und hier können wir jetzt bei Value mitgeben, wenn ich hier drauf drücke, wie viel Ethers ich mitgeben möchte. Hier habe ich 100 Ethers in meiner Test-VM. Wir geben dem mal, spielt eigentlich keine Rolle, wie viel, 10 Way mit, rufen Set auf und das wird dann nicht funktionieren, weil eben diese Funktion nicht als Payable deklariert ist. Das heißt, wenn wir hier nun Payable mit aufnehmen. Jetzt hat es kompiliert. Wir deployen den Contract nochmals. Deploy. Dann können wir jetzt Set aufrufen. Die hat dann auf Rot gewechselt, weil die eben Payable ist. Und jetzt haben wir diese
diesem Contract 10 Way überwiesen. Und wenn man jetzt diesen Contract auf Mainnet deployt und jemand ruft Set auf und schickt dort 10 Way hin, dann sind diese 10 Way für immer verloren. Das heißt, wenn man eben solche Sachen macht, wenn es mal deployed ist und ein Fehler drin ist, dann ist das Geld weg. Man kann jetzt nicht mehr die Blockchain neu starten. Man sieht zwar, wohin das Geld gegangen ist oder wo der Fehler genau gewesen ist, aber das Geld ist weg. Das ist auch ganz wichtig. Gut, dann machen wir den ersten Contract. Das haben wir uns bereits angeschaut. MetaMask habe ich auch schon installiert, habe ich auch schon gezeigt. Kompiliert haben wir auch schon. Dazu werde ich auch nicht genau darauf eingehen. Das wurde alles gemacht. Bevor wir das machen, mache ich nochmals ganz kurz den Durchlauf über MetaMask. Das heißt, wenn ich jetzt auf das Testnetz deployen möchte und hier jetzt zum Beispiel 10 Way einfach mal verbrennen möchte oder einfach irgendwo hinschicken und dann ist es verloren, kann ich das machen. Dann gehe ich auf meinen Injected Provider, da kommt MetaMask. Ich bin jetzt hier im Sepolio-Netzwerk, da habe ich ein paar Ethers und jetzt kann ich auch den Contract deployen. Confirm, hier gehen wir auf Etherscan. Und da sehen wir dann, was dann auf dem Testnetz, auf dem Sepolio-Testnetz dann genau passiert. Das geht so 10, 15 Sekunden, bis dieser Contract in die Chain, in die Testchain aufgenommen worden ist. Und jetzt sehen wir, ist aufgenommen. Den Contract, der ist from to. Hier sieht man den Contract, der erstellt worden ist. Das ist die Adresse vom Contract. Und ein ERC20 Transfer hat er noch nicht gemacht. Den Contract, ich habe gesagt, von Etherscan kann man ebenfalls Contract Calls machen. Dazu muss man aber noch Etherscan mitteilen, wie man auf diesen Contract zugreifen kann, weil Etherscan sieht jetzt nur diesen Code, also diesen diese Bytecodes, die ich im Contract geschickt habe und weiß nicht, wie die Funktionen heißen, was man alles übergeben kann. Und das muss ich jetzt Etherscan mitteilen. Remix weiß es natürlich, weil hier auch der Code liegt. Und das kann ich auch mit einem Plugin machen. Und zwar gibt es ein Plugin GitHub, da kann man mit GitHub sich verbinden, Etherscan Access Token. Wenn man sich einen Account bei Etherscan macht, kann man hier den Access Token hinterlegen. Und dann kann ich diese Informationen, wie man auf diesen Contract zugreifen kann, auf Etherscan hinterlegen. Das kann nützlich sein. Empfehle ich, wenn man sich auf Mainnet geht, das zu machen. Ich mache jetzt mal ganz kurz. So, jetzt habe ich mich eingeloggt. Da habe ich noch irgendwo einen Account rumliegen gehabt. Wie man sieht, der ist auch schon älter, habe ich auch schon gebraucht. Ich habe jetzt hier einen neuen Token erstellt. Diesen API-Key, den kann ich nun hier verwenden. Das Plugin habe ich jetzt auch aktiviert. Den Token, wie gesagt, die werde ich dann natürlich noch löschen, weil ich bin da restriktiert auf 5 Calls. Ich bin auf dem Free API-Plan. Ihr könnt euch gerne einen anderen machen. Die werde ich nach diesen Aufnahmen dann wieder deaktivieren. Jetzt hat man hier den API-Key, den ich eigentlich schon gesetzt habe. Und jetzt kann ich meinen Contract, den ich deployed habe, mit dieser Contract-Adresse
welche jetzt hier oben ist, kann ich jetzt angeben und sagen Select Network. Muss wahrscheinlich neu laden, dann klappt das damit auch. Genau. VM not supported. Ah, ja, ich muss dann wieder auf Injected Provider gehen. Hier auch bin ich auf dem Sopolia Contract Name. Den muss ich natürlich noch kompilieren. Ich habe jetzt Test 2 gemacht, Contracts, Test 2. Genau, das ist dieser hier. Diesen kann ich, oder hat er bereits kompiliert. Jetzt kann ich den Contract auswählen. Jetzt wähle ich die Adresse aus. Und jetzt kann ich es verifizieren. Und das wurde jetzt hinterlegt. Geht natürlich ein bisschen, bis es bei E-Scan angekommen ist. Ah, jetzt ist es angekommen. Hier sieht man einen grünen Haken. Und jetzt kann ich diese Funktionen ebenfalls von Etherscan aufrufen. Eben wie gesagt, die meisten Contracts, die auf Mainnet sind, die haben das. Das heißt, der Contract oder die Zugangsinformationen, wie man den Contract aufrufen kann, der ist hinterlegt. Da kann man sich auch andere Tokens anschauen, Etherscan auf Mainnet. Ich gehe mal in einen der Top-Tokens, zum Beispiel USDT. Dort sieht man auch den grünen Haken. Das heißt, hier ist ebenfalls der Source-Code hinterlegt. Das heißt, man kann sich diesen Contract tatsächlich auch anschauen. Nicht nur den Bytecode, sondern auch, wie er entstanden ist. Und da kann man dann auch Contract-Calls damit machen. Ich habe dann eben diese Read und Writes. Das sind ähnlich wie bei den Farben hier, wo man dann, wenn man deployed, jetzt werde ich auch wieder auf VM wechseln, wenn ich deploye, hier orange, rot oder dann blau. Und bei unserem Contract, da können wir ebenfalls nun diesen Contract auslesen. Zuerst müssen wir uns auch wieder mit MetaMask verbinden, weil Etherscan ist eben auch, muss auf die Blockchain zugreifen und wird das über meine Wallet, über meine MetaMask machen. Also die Reads könnte auch Etherscan direkt aufrufen, aber nicht die Writes, weil mit den, wenn ich einen Contract ein State ändern möchte und ich eine Transaktion absetzen muss, dann muss ich erstens Ethers zahlen und zweitens muss ich das auch signieren mit meinen Schlüsseln und Etherscan kennt meine Schlüssel nicht. Das heißt, meine Schlüssel sind hier lokal bei mir in MetaMask und das heißt, nur ich hier mit diesem MetaMask-Plugin kann diese Transaktion erstellen. Deswegen muss ich mich jetzt mit MetaMask connecten. Das mache ich noch mit diesem Button hier. Er fragt mir, hey, die Seite möchte sich mit MetaMask connecten. Das werdet ihr beim Challenge Task sicher dann auch noch sehen, dass man das eben machen muss oder dass diese Frage kommt. Und da gibt es eine Reihe von, man kann Cancel drücken und da gibt es eine Reihe Corner Cases. Mir ist wichtig, dass der Good Case funktioniert. Corner Cases kann man sich auch anschauen, aber wichtig ist, dass der Good Case funktioniert. Gut, jetzt ist es connected. Da haben wir die Funktion Test, Read Contract und die können wir jetzt auch aufrufen. Wir sind connected. Write Contract, nein, Read Contract. Ja, gibt 4 zurück. Genau. Ich habe ja Return Test 2 plus 2. Genau, gibt mir als Resultat 4 zurück. Und interessanterweise muss ich ihn nochmals connecten. Da verstehe ich jetzt nicht warum. Aber hier kann man jetzt über Set. Und hier kann ich nun
die Set-Funktion aufrufen. Da kann ich auch wieder Ethers mitgeben. Ich möchte jetzt aber 0,001 vielleicht mitgeben, also sicher nicht einen ganzen Ether. Dann kommt wieder MetaMask und da sehe ich, dass ich jetzt an diesen Contract so viel Ethers überweisen werde. Ich confirme mal und kann diese Transaktion dann auch hier nachschauen. Da sieht man auch den Value und eben diese Ether, die sind jetzt weg, weil die sind auf dem Contract und damit kann ich jetzt nichts mehr starten. Das heißt, die sind weg. Das ist ganz wichtig, wenn man dann auf Mainnet ist, wenn man was Falsches macht, das Geld ist weg. Es ist confirmed, das heißt, es ist hier oder noch nicht. Es bin included und jetzt muss man noch oder Etherscan muss es noch indexieren. Jetzt ist es da. Und da sieht man auf dem Contract, dass ich jetzt hier 0,001 Ethers geschickt habe. Da sieht man auch die Transaktionen, die sieht man natürlich auch hier, welche getätigt worden sind. Kann man hier theoretisch auch sehen. Ich kann dann über den Injected Data Provider gehen. Ich kann dann hier ebenfalls meine Adresse eingeben, meine Contract-Adresse, das ist diese hier. Kann ich sagen, hey, ich habe jetzt diese deployed und da kann ich jetzt ebenfalls Set aufrufen auf dieser Methode. Das geht dann über MetaMask auf den Contract, den ich deployed habe. Und so kann man damit interagieren. Können wir auch noch gleich probieren, ausprobieren. Hier muss ich natürlich oben angeben, Value. Hier kann ich den Way angeben. Set, Go. Und das macht eigentlich das gleiche wie bei Ether. Genau, es gibt immer mehrere Wege, wie man etwas erreichen kann. Jetzt wird es indexiert und da sehe ich schon, dass ich 10 Y und die sind auch wieder weg, die sind verloren, die kriege ich nie wieder zurück. Sind auch Testnetz-Ethers, das heißt nicht so wichtig für diejenigen, die keinen haben. Sepolia Proof of Work, das habe ich auch bereits gezeigt. Hier kann man die Adresse eingeben und zeigen, dass man etwas gerechnet hat und dann bekommt man Ethers. Diejenigen, die keine Ethers haben, die noch Ethers brauchen, die können gerne mich kontaktieren. Ich kann sicher euch ein paar Ethers schicken. Das ist auch schon durch. Genau. Das einfach nochmal im Detail. Wir haben das auch schon angeschaut. Hier nochmal all die Möglichkeiten, die man hat. Gut, kommen wir nun zu den Modifiers, wenn wir schon bei den Funktionen sind. Und zwar kann man mit Modifiers kann man vor der Funktion noch etwas aufrufen. Ich kann zum Beispiel hier noch ein Require mit reinnehmen, ein Modifier. Nennen wir den mal Test. Test Modifier. Und hier mache ich jetzt Store Data gleich 5. Das nehme ich mal raus. Das Underscore, das heißt, dort wird der Rest vom Body von der Funktion ausgeführt. Und den kann ich jetzt mit Table hier noch TestMod mit aufnehmen. Das heißt, es wird zuerst, wenn ich Set aufrufe, wird zuerst der Modifier aufgerufen. Store Data wird auf 3 gesetzt und das Underscore heißt, es wird der ganze Body von der Funktion aufgerufen. Das heißt, es wird noch Test aufgerufen, das macht gar nichts. Das heißt, Store Data sollte dann auf 5 gesetzt werden, wenn ich Set aufrufe. Das können wir auch gut testen. Das machen wir wieder in der In-Memory-VM. Das können wir deployen. Wir können jetzt das setzen. Store Data hat einen Wert von 5. Das sind Modifiers.
Ich persönlich bin nicht so ein großer Freund von diesen Modifiers. Es gibt ein paar well-known Modifiers, zum Beispiel Only Own von Zeppelin. Diese well-known Modifiers kann man gerne verwenden. Eigene Modifier zu schreiben macht meiner Ansicht nach den Code unleserlicher. Und ich bevorzuge jeweils, also diese Modifiers werden dann häufig für irgendwelche Konditionen abzufragen verwendet. Kann man zum Beispiel, hier dazu werden wir später noch kommen, require, sagen wir, state whatever gleich true, state was false. So Sachen könnte man jetzt einen Modifier machen, das heißt, wenn dieser State jetzt nicht auf True ist, dann wird diese Funktion fehlschlagen. Ich bevorzuge es, diese Requires jeweils am Anfang der Methode zu haben. Dann sieht man, wenn man die Methode anschaut, was alles für Statements abgefragt werden. Wenn man hier oben dann diese Modifiers hat, Test Mod 1, Test Mod 2 und so weiter, Test Mod 3. Dann finde ich es nicht so leserlich. Aber eben, es gibt diese well-known Modifiers, wie zum Beispiel Only Owner. Dort finde ich es okay. Das deshalb, weil ich auch Smart Contract Reviews gemacht habe und mache. Dort muss ich dann sicherstellen, dass eben diese Smart Contracts 100% funktionieren, dass wir zu einem Review dann festgestellt, ob die dem der Beschreibung auch entsprechen, was dieses Contract machen soll. Und dann hilft es natürlich dem Reviewer zu verstehen, was dieser Contract genau macht. Und deswegen hier, ich bevorzuge diese Requires, weil das sehe ich dann irgendwie besser. Aber das nur so als Randbemerkung. Gut, das zu den Modifiers. Man kann auch Funktionen überschreiben. Wir haben ja diese zwei Contracts hier. Wir haben Contract 1 und Contract 2. Dieser Contract 1, den kann man sagen, überschreibt my Contract 2. Dann braucht es diesen ganzen Konstruktor nicht mehr. Und wenn ich diesen Contract nun deploye, also kompilieren kann ich jeweils auf Autocompile einstellen, dann macht es automatisch meistens. Also fast immer. Und jetzt kann ich diesen Contract deployen und da sehe ich schon, ich habe wieder in diesem Contract, der eigentlich leer ist, diese Funktion setStoreDataTest. Das passiert natürlich auch, wenn ich jetzt hier den ERC20 so deploye, jetzt hat er es kompiliert, dann sehe ich ganz viele Funktionen, die hier mitkommen. Das ist eben aus diesem überschriebenen Contract. Um eine Funktion zu beschreiben, muss man sie dementsprechend markieren. Und zwar kann ich das wie folgt machen. Ich will zum Beispiel sagen, Test sollte mir nicht 2 plus 2 zurückliefern, sondern 3 plus 3. Dann gibt es hier den Modifier, den nennen wir Virtual. Das heißt, den können wir eigentlich überschreiben. Da gehe ich wieder auf Test und nehme dann diese Funktion. Und Test. Mache hier ein 3 plus 3, das sagt mir, hey, funktioniert nicht, weil die ist virtual, die muss ich sagen, ich habe sie überschrieben. Und hier rufe ich mal Function bla. Und hier, das sind die Public. Und hier schreibe ich den State, der State, das ist stored data. Gleich Test. Genau, das kann ich jetzt wieder deployen. Ich habe jetzt hier die Funktion bla
Und da sollte ich jetzt bei Store Data, soll ich jetzt Sektor zurückkriegen, genau, weil wir haben die Methode Test überschrieben. Wenn wir das jetzt nicht machen, dann sollten wir einen anderen Wert bekommen, und zwar den alten hier 2 plus 2. Das heißt, hier sollten wir eigentlich jetzt, wenn ich bla drücke, 4 erhalten, und wir erhalten hier 4. Das heißt, damit kann man Contracts extenden und Funktionalität überschreiben. Das hilft zum Beispiel, wenn man Open Zeppelin Basis Contracts hat und dort jetzt diese Funktionalitäten überschreiben möchte. Genau. Wenn man mit der Außenwelt kommunizieren möchte, kann man das auch. Umgekehrt ist es schwieriger, also von der Außenwelt einen Contact aufrufen. Das heißt, man muss irgendwo einen Account haben, man muss Ease haben, man muss eine Wallet haben. Wenn man aber ein Event nach außen bringen möchte, ist es ein bisschen einfacher. Das kann man mit Events machen. Und zwar kann ich jetzt hier ein Event erstellen, Event bla Test, String Message, dem kann ich noch eine Message mitgeben, und Konstruktor braucht es nicht, wenn er leer ist. Und hier nach diesem Bla können wir sagen, hey, es wurde jetzt gerade ein Event getriggert. Es wurde ein Event getriggert. Das kann ich jetzt wieder deployen. Ich kann hier bla aufrufen, und hier unten, wenn ich das dann aufklappe, sehe ich dann in den Logs, was dann für Events geschmissen worden sind. Hier sieht man eben, es wurde ein Event getriggert, und damit kann man dann auch mit der Außenwelt kommunizieren. Das heißt, bei MetaMask zum Beispiel, oder wenn ich eine Webseite habe, die sich mit MetaMask connectet, kann ich bei MetaMask hinterlegen, hey, bei diesem Contract interessiere ich jetzt mich für diesen Event. Und sobald dieser Event dann getriggert worden ist, kann ich dann eine JavaScript-Funktion im Web notifizieren, und dann kann man etwas dem User anzeigen, hey, es ist jetzt etwas passiert. Man muss aber eben, wie gesagt, mit der Blockchain verbunden sein. Das ist MetaMask. Dort sagen, ich interessiere mich für diesen Event, und dann wird man diesen Event auch mitkriegen und kann dann entsprechend auch anzeigen, irgendeine Message oder ein State, oder sagen, eben, es wurde ein Event getriggert. Was man auch damit machen kann, nicht machen sollte unbedingt, man kann es missbrauchen zum Debuggen, zum kurz schauen, hey, was wurde jetzt hier genau für ein State gespeichert. Kann ich noch irgendein Uint 256 mitgeben, wenn es unbedingt sein muss. Uint 256 hier. Data, ich muss dann nicht mal benennen, was es ist im Prinzip. Das ist auch nicht wichtig, aber hilft natürlich zum Verstehen, was es ist. Store Data. Und dann kann ich es den Event triggern. Ich kann kurz lesen, okay, was ist jetzt der Value hier, der da gesetzt worden ist. Wenn es ums Debuggen geht, da empfehle ich Hardhat zu verwenden. Bei Hardhat, dort gibt es auch Funktionalitäten. Eines, das ich sehr, sehr, sehr häufig verwende, ist console.log. Das heißt, wenn man es so implementiert oder verwendet, kann man dann auch im Contract, im Solidity Code, dann irgendwo ein Console-Log drin haben. Und hier kann man dann rausschreiben, was man sehen möchte. Dazu muss ich eben Hardhat integrieren.
Und das empfehle ich bei größeren, komplizierten Contracts sicher zu machen, dass man dort eine vernünftige Art hat, wie man sieht, was ist jetzt gerade, was passiert gerade beim Debuggen oder bei den Test Cases, wieso ist jetzt etwas in einem State. Das hilft dann natürlich. Hardhat kann man auch in Remix integrieren, habe ich bis jetzt nicht gemacht, weil Hardhat habe ich jetzt bei den Test Cases jeweils gehabt. Also ich habe den Solidity Code, da habe ich diverse Test Cases drin gehabt und dort habe ich hauptsächlich mit Hardhat und Console Log gearbeitet. Man kann es aber natürlich auch in Remix integrieren und hier die Beschreibung, wie es funktioniert. Es gibt einen Hardhat-Provider, wenn der natürlich dann lokal läuft. Und hier eben Hardhat-Console. Und damit kann man dann mit console.log auch etwas herausschreiben. Das hier, das eben zum Debuggen, das ist extrem hilfreich. Und der Poor Man's Debugger, wenn man diesen Setup, wenn man es nicht machen möchte, nur kurz nachschauen möchte, was etwas ist, kann man auch mit diesen Events arbeiten. Dann gibt es auch Errors, die sehe ich nicht so häufig und das hat einen Grund, den kann ich euch noch kurz erklären. Also hier kann man Error, bla Error und 256. Und diesen Error, den kann ich dann schmeißen, wenn ich zum Beispiel hier eine, machen wir mal bool state like true, wenn ich hier sage if state, if not state, dann revert und zwar mit dem Fehler. Bla Error. Kann ich irgendein Event übergeben? State natürlich. Das ist eigentlich sehr nützlich. Das Problem ist mit diesem Ausdruck, der wird eben häufig nicht verwendet. Es gibt eine Kurzform, die Kurzform funktioniert aber nicht mit diesen Errors. Das heißt, diese Errors werden nicht so häufig verwendet. Ich nehme mal an, in Zukunft wird das auch geändert, weil das hier ist nichts weiter als das, was ich vorhin mit dem Require gezeigt habe. Das heißt, man hat das in der Regel irgendwo am Anfang des Contracts hier. Nehmen wir das State nach oben, damit es auch kompiliert. Und wenn man ganz viele von diesen Abfragen hat, dann macht das den Code auch ein bisschen unübersichtlich. Und was man dann, was Syntax Sugar ist, das ist eben das mit dem Require. Dort kann man sagen, State muss true sein, also State, und dann kann man hier übergeben. State not true. Das ist dann einfacher zum Lesen, wenn man dann ein paar von diesen Require-Methoden hat, aufrufen, dann sieht man genau, was diese Konditionen sind. Wenn man solche If-Statements hat, dann wird ein bisschen unleserlicher. Und das funktioniert leider nicht, so etwas. Wegen dem sehe ich die Errors eben nicht so häufig. Require bla bla. Wir können uns auch noch kurz anschauen, was dann eigentlich passiert, wenn State of False ist. Und zwar laufen wir hier in diesen Revert rein und dann sehen wir, wenn wir jetzt das aufrufen, bla, dann sehen wir rot. Das Transaction meint Execution Fail, weil wir eben hier in diesen Bla reingelaufen sind. Und das können wir jetzt mal rausnehmen. Das nochmals probieren. Deploy Bla. Hier sieht man wieder, es ist rot.
Das heißt, wenn ihr Conditions habt in euren Contracts, die würde ich oben irgendwo in der Funktion reintun, damit es auch leserlicher ist für den Reviewer. Wenn man mit diesem Contract live gehen möchte auf Mainnet, dann jeder Contract, der Geld drauf hat, der muss gereviewt werden. Das empfehle ich jedem. Mindestens ein Review von einem externen Reviewer, das ist eigentlich Pflicht. Und der geht dann durch den Code durch und schaut sich, ob dieser Contract dann funktioniert. Und wenn man entwickelt, hilft es natürlich, jetzt, ich auch als Reviewer, wenn man den Code so leserlich schreibt, dass ein Reviewer auch einfacher diesen Code reviewen kann. Das hilft dann natürlich auch beiden. Try-Catch gibt es auch noch. Wird auch nicht so häufig verwendet, kann natürlich verwendet werden, sehe ich jetzt aber nicht so häufig. Genau, das haben wir uns ebenfalls angeschaut, wie wir diese Events uns anzeigen. Und eben, wenn man darauf reagieren möchte, dann kann man zum Beispiel mit MetaMask sich für Events registrieren. Hey, bei diesem Contract, dieser Event, ruf mich bitte, ruf diese Funktion, wenn du diesen Event siehst, und dann kann die Webseite darauf reagieren. Wenn man eigene Datentypen braucht, das wird sehr häufig verwendet, dann kann man das mit Struct machen. Gehen wir wieder hier in ein Beispiel. Hier definiere ich zum Beispiel ein Struct. Struct Test Struct. Dort sage ich dann, es hat drin und 256 Amount und Bool Flag zum Beispiel. Und diesen Struct kann man auch verwenden. Das heißt, hier kann ich jetzt diesen Struct aufrufen oder respektive instanzieren. Ich sage def struct t und dann übergebe ich dem die Parameter 1, true. Und dem übergebe ich das mit. Hier muss ich noch meine Data Location eingeben, Storage Memory oder Call Data Storage. Das ist eben der State, der dann auch persistiert wird. Das ist das eben, was teuer ist. Und aber dann wird es gespeichert auf der Chain. Memory oder Call Data. Call Data ist in einem Immutable State und Memory, das ist das, was wir eigentlich häufig wollen. Und hier kann ich jetzt angeben Memory. Und jetzt sagt er mir, okay, unused, klar. Und hier kann ich dann noch sagen, ich möchte t.flag, möchte ich auf false setzen. Und dann verwenden wir es auch. Diese Structs werden häufig auch mit Maps zusammen verwendet. Dazu später noch mehr. Enums, genau, die gibt es auch noch, ähnlich wie in anderen Programmiersprachen. Java, C-Sharp, Enums funktionieren hier eigentlich gleich. Will ich gar nicht groß drauf eingehen. Zu den Operatoren bei Bool haben wir gesehen, funktioniert gleich wie in anderen Programmiersprachen. Wichtig ist, es gibt keine Short Circuit Evaluation. Das ist auch häufig immer eine mögliche Fehlerquelle, dass zum Beispiel bei Java ist es möglich, bei C-Sharp ist es möglich, dass wir bei einem Vergleich nur ein AND oder ein OR haben. Und das ist eben nicht diese Short Circuit Evaluation. Das heißt, hier werden dann immer beide Terms oder beide Expressions werden überprüft, wenn es ein Call ist, und hier wird dann nur, also wenn die eine false ist,
dann wird die andere gar nicht mehr überprüft. Also Short Circuit als Beispiel. Hier haben wir zwei Funktionen. Function OP1 public. Returns bool return true, was auch immer. Dann haben wir eine Funktion 2. Kann pure sein. Pure OP2 returns bool, kann ebenfalls pure sein. Returns false. Und hier kann ich jetzt mit if OP1 und OP2 dann mach irgendwas. State Storage gleich, keine Ahnung, 15. Zum Beispiel, was eben nicht geht, sind, das ist ein Short Circuit, das heißt, wenn dieser false ist, das heißt, bei einer Programmiersprache wie Java wird das hier aufgerufen, das liefert false zurück. Und wenn das false ist, dann spielt eigentlich das hier hinten keine Rolle mehr und das wird dann gar nicht mehr evaluiert. Mit einem Ampersand würde es noch evaluiert oder wird es bei Java evaluiert und eben bei Solidity gibt es das nicht. Ich empfehle, das immer mit einem doppelten und zu machen, weil das sehe ich auch ab und zu mal im Code, aber es macht den Code sehr unleserlich und kann dann eine mögliche Fehlerquelle sein, weil man muss immer schauen, hat es jetzt ein Ampersand oder hat es beide Ampersands. Das heißt, idealerweise immer zwei, bei Solidity eben kein Problem. Das jetzt mal ein Ausflug in andere Programmiersprachen. Bezüglich den Datentypen Integers haben wir gesehen, int, uint, default 256. Ich würde es immer hinschreiben. Man kann auch uint 8 haben, zum Beispiel oder uint 16 für 16-Bit. Das geht bis 256. Dort gibt es wieder die bekannten Operatoren. Vielleicht Exponent ist mal mal. Und also Stern, Stern. Und nicht ready finde ich aber ganz spannend. Fixed Point Integer, das heißt, hier hat man zum Beispiel mit UFixed 128-Bit mit 18 Dezimalstellen. Das funktioniert noch nicht ganz, aber das finde ich spannend, wenn das dann mal kommt. Adressen kann man natürlich auch speichern. Das heißt, Adresse von zum Beispiel diesem Contract ist this, Address this. Und da kann ich zum Beispiel auch OP1 aufrufen auf diesem Contract, wenn ich eben weiß, dass es ein My-Contract ist, muss ich das noch in ein My-Contract casten und dann kann ich OP1 aufrufen. Und so könnte man theoretisch auch externe Funktionen aufrufen. Mit den Adressen selber, also wenn man jetzt das nicht wrappt, kann man natürlich auch ein paar Sachen machen. Hier habe ich meine Adresse. Da kann ich zum Beispiel die Balance abfragen. Balance. Und das könnte ich jetzt hier in den State reinschreiben. Store Data. Und dann habe ich jeweils dort die Balance drin. Man kann auch, das ist eine Adresse, von hier kann man auch IDES verschicken, also zum Beispiel mit Send. Hier kann ich dann an eine andere Adresse oder mit Transfer kann ich dann dort Address Send und zwar an eine Adresse, an eine, ich glaube, das funktioniert, eine Null-Adresse und da muss ich dann wahrscheinlich noch mitgeben. Also du musst genau
payable sein. Die Adresse muss payable sein. Das heißt, ich muss es sicher noch in ein payable wrappen. Payable Address. Und dann von dieser Adresse sende ich den Betrag 10 Way zum Beispiel. Und Failure Condition, genau, da muss ich noch überprüfen, hey, hat funktioniert, hat nicht funktioniert. Und das kann ich machen, indem ich hier zum Beispiel ein Require mit reinnehme. Require, das heißt, das gibt mir ein True zurück, das muss True sein. Und jetzt habe ich es überprüft und die Warnung ist nun verschwunden. Genau das zur Adresse. Das habe ich auch schon gezeigt, wie man dann von einer Adresse, von einem Interface aus eine Funktion aufrufen kann. ERC21 definiert zum Beispiel die Funktion Balance of und das kann man wie folgt aufrufen. Man muss einfach die Contract-Adresse kennen, das ist das Interface und dann kann man die Methode aufrufen. Dann zu den Arrays, die gibt es auch. Es gibt Fixed Size Arrays oder Dynamic. Dort ist die Größe noch nicht bekannt. Und mit Push kann man die Daten zum Array hinzufügen. Length kann man herausfinden, wie groß das Array ist. Und mit Pop kann man die Daten dann holen. Dann gibt es noch, wird aber nicht häufig verwendet, User-Defined Value Types. Data Location, da hatten wir auch uns ganz kurz im Code damit befasst. Storage, Memory und Call Data haben wir gesehen. Bei Memory gibt es sehr häufig eine Referenz. Bei Storage werden die Daten jeweils kopiert. Das ist wichtig, wenn man dann Operationen auf dem Objekt macht. Storage wird eben dann als State gespeichert. Memory wird dann wieder verworfen. Und Call Data ist immutable. Das heißt, das sind die Daten, die dann beim Aufruf oder im Contract gespeichert sind. Dann sehr wichtig, das wird sehr, 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 sehr häufig verwendet. Mapping, das ist so eine Art Hashtable funktioniert wie eine Art Hashtable, ist aber leider noch nicht so komfortabel wie ein Hashtable. Was man zum Beispiel nicht machen kann, ist über die Keys und Values iterieren. Es gibt Möglichkeiten, indem man noch ein Array mitgibt, wo dann die Keys gespeichert werden. Das heißt, man kann über das Array iterieren, dann kann man anhand von diesen Keys dann auf diese Map zugreifen. Das ist möglich, aber Built-in über das Mapping hier iterieren, das geht leider nicht. Zugreifen können wir am besten uns gleich mal ansehen, weil das ist relativ wichtig. Das wird sehr häufig verwendet. Machen wir hier mal ein Mapping von einer Adresse nach Point 256, nennen das Balance. Machen wir das public, dann ist es auch zugreifbar. Hier wird ebenfalls ein Getter implementiert. Balances, hier werden dann zum Beispiel die Balances gespeichert. Und da kann ich jetzt in dieser Funktion zum Beispiel auf diese Balance zugreifen. Wir hatten ja das Beispiel, wenn ich hier Way schicke, dann, oder Ethers, dann habe ich ja gesagt, das ist verloren, weil man damit nichts anfangen kann. Und hier könnte man dann zum Beispiel festhalten, wer welche Balance hingeschickt hat. Da man das leider nicht iterieren kann und zusammenzählen kann, baue ich hier noch eine Total Balance ein. Und 256 Public Total Balance. Und damit können wir vom Contract wieder, wenn man irgendwelche Ethers hinschickt, die dann auch wieder brauchen. Das heißt, ich mache jetzt hier, greife hier auf mein Mapping zu, Balances, Message.sender, das ist derjenige, der die Transaktion erstellt hat. Und wenn jetzt noch nichts gemacht worden ist, dann wird dieser
Balances Message Sender, dieser Eintrag wird 0 zurückliefern. Und hier kann ich jetzt aber sagen, plus gleich Message dot Value. Message dot Value ist, wie viel Event oder wie viel Way ich hinzugeschickt habe. Und was wir auch noch machen, ist Total Balances plus gleich MSG dot Value. Jetzt habe ich es noch was geschrieben. Balances, Balances. Und jetzt sehen wir schon, ich überweise hier Ethers oder Way. Ich muss es wieder als Payable deklarieren. Make the function payable. Das heißt, hier wird es nicht mehr public, nur public sein, sondern public payable. Und dann können wir auch hier Ethers überweisen. Jetzt können wir theoretisch darauf zugreifen, und wir wissen zumindest, wie viel Ethers auf dem Contract drauf sind. Das könnten wir theoretisch auch mit address.balance machen. Hier führen wir es mit einer, eigentlich könnten wir das, machen wir es nicht, weil wir können auch mit address.balance darauf zugreifen. Und aber wenn wir jetzt zum Beispiel diese Person, die jetzt uns 10 Y und ein Ether geschickt haben, wenn wir das wieder zurückschicken möchten, dann können wir das wie folgt machen. Wir machen Function back public, auch wieder payable. Und hier können wir dann sagen payable message.sender, das ist unsere Adresse, payable, und wir schicken zurück den Betrag balances, also diesen Betrag hier schicken wir zurück. Und das muss natürlich noch überprüft werden, dass da alles richtig ist. Genau, jetzt haben wir noch einen riesen Bug im Contract, weil jetzt kann der Benutzer eigentlich immer wieder diese Methode aufrufen. Wenn ihr jetzt ein Ether überweist, kann er sagen, hier schickt mir diesen ein Ether, dann wird das gemacht. Und nächstes Mal schickt mir wieder ein Ether, wird das gemacht. Das nächste Mal wieder schickt mir ein Ether, das wird das gemacht. Das heißt, hier müssen wir ganz wichtig, müssen wir und 256 die Balance zuerst holen. Ich mache erfahrungsgemäß immer zuerst, setze es auf 0. Das erkläre ich noch im Security, warum ich das mache. Macht der Gewohnheit. Und hier setze ich dann das Ganze auf 0. Und hier muss ich natürlich B zurückschicken. Und jetzt kann ich, ups, eine Klammer zu viel Deutsch, so. Und jetzt schicke ich das zurück, was ich wieder erhalten habe. Und wenn der Contract Owner kommt, den haben wir jetzt nicht definiert, aber den könnten wir theoretisch definieren. Der kann jetzt dann eine Funktion erstellen, all me. Das wird auch wieder public payable sein. Und hier können wir dann sagen, wieder an den Aufrufer. Das muss man dann überprüfen, dass das eigentlich der, dass das der Owner ist. Und wie viel wir zurückliefern, das können wir wie folgt festlegen. Hier können wir jetzt sagen, Address this, das geht über den Contract Balance. Und jetzt schicken wir quasi alles, das, was auf dem Contract ist, schicken wir dann zurück. Hier sollten wir eben noch überprüfen. Require, entweder mit Require oder mit Open Zeppelin. Open Zeppelin. Zeppelin mit 2P natürlich. Open Zeppelin bei den Contracts. Docs. Contracts. Access Control, hier mit Ownable, das könnte man, oder machen wir es gleich, das importieren wir.
Das habe ich auch schon bereits kurz gezeigt. Import hier oben, ownable. Und jetzt können wir mit only owner können wir sagen eben, dass es nur der Owner machen darf. Gehen wir hier hin, machen wir es so, only owner, dann braucht es diese require nicht mehr. Genau, da müssen wir den Contract noch, das war es nicht, is ownable, ownable ist es, das müssen wir noch extenden, ownable, und jetzt kennen wir den only owner und jetzt kann das nur derjenige aufrufen, der den Contract erstellt hat. Aber eben wichtig ist, wenn wir dann nicht mehr wissen, wer was überwiesen hat, dann können wir das auch so nicht mehr zurückschicken. Und wenn man die Funktion zum Beispiel AllMe nicht hat, dann sind auch die Ethers, die auf dem Contract landen, die sind verloren. Genau, den Ternary Operator, der gibt es auch noch mit dem Fragezeichen. Den gibt es zum Beispiel in Go nicht. In Java gibt es den. Es gibt, man kann Konstanten definieren oder Immutable Variablen. Immutable heißt, sie dürfen im Konstruktor definiert werden. Also bevor der Contract wirklich deployed worden ist, kann man sie setzen. Constant muss man schon vorher gesetzt haben. Das ist dort der Unterschied. Und was man auch machen kann, ist das Using Statement. Wurde früher sehr häufig verwendet vor Solidity 08 oder gab es 07 war das. Und zwar in SafeMath. Das Problem war bei Solidity, die hatten lange Zeit keinen Check für den Integer Overflow oder Underflow. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein unsigned Integer gemacht hat, minus 1, dann ist er wieder zurückgesprungen auf die höchste Zahl. Und es gab die SafeMath-Variante. Das heißt, wenn man einen Underflow Overflow gehabt hat, dass er gleich einen Fehler geschmissen hat. Das ist seit der neueren Solidity-Version braucht man das nicht mehr und das Using-Statement habe ich dann ab und zu noch gesehen, aber auch nicht mehr so häufig. Genau, und das ist der Unterschied. Und zwar mit Using kann man zum Beispiel den Amount 1 minus den Amount 2 rechnen. Das hat man dann so gemacht und neuerdings ist es wesentlich praktikabel mit Amount minus gleich Amount 2. Das ist wesentlich lesbarer und hier, wenn man ein paar Mathe-Operationen drin gehabt hat, das wurde dann doch sehr unübersichtlich. Gut, zu den Built-in-Variablen. Dort hatten wir auch schon das eine oder andere gesehen. Man kann Untereinheiten definieren, man kann mit Ethers arbeiten, man kann mit Way arbeiten, also wenn ich zum Beispiel hier überprüfen möchte, wie viel das, ob jetzt ein Ether überwiesen worden ist, dann kann ich hier so etwas machen, msg.value gleich ein Ether, das funktioniert, da kann ich auch eben diese Untereinheiten Way oder Way verwenden. Ich kann aber auch mit Sekunden oder Minuten arbeiten. Wenn ich zum Beispiel hier mit der Blocktime arbeiten möchte, es ist natürlich block.timestamp, block.timestamp. Hier kann ich das vergleichen mit, wenn es nach 2 days mal 15, one day mal 15 Tage, irgendwie so etwas, das funktioniert natürlich auch. Ganz interessant, ich habe immer gesagt, Zufallszahlen sind schwierig auf der Blockchain. Es wird ein bisschen einfacher, vor allem auch wegen dem Proof of Stake. Und zwar gibt es neu Block Previous Random DAO.
Das wird gebraucht, unter anderem auch bei Proof of Stake, zum herausfinden, welcher Validator darf jetzt einen neuen Block erstellen. Hier ein interessanter Artikel darüber. Und damit kann man dann, auf das kann man zugreifen und mit einer Future Previous Random DAO kann man eigentlich auch Zufallsdaten zurückgreifen, die sind zufällig, sonst würde der Proof-of-Stake-Mechanismus nicht mehr funktionieren. Und damit kann man Randomness im Nachhinein ins System bringen. Das kann man so ausnutzen, dass man bei einem Contract, den man jetzt reintut oder den man, wo man eine Transaktion jetzt tätigt, dann zum Beispiel etwas einzahlt und man sagt dann, zwei Blöcke oder vier Blöcke später kann ich dann schauen, mit Hilfe dieser Previous Random, ob ich da was zum Beispiel in meinem Glücksspiel etwas gewonnen habe oder nicht. Das funktioniert, weil ich zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich meinen Einsatz auf die Blockchain in einer Transaktion tätige, weiß ich noch nicht, wie so die Zufallszahl aussehen wird. Das heißt, ich hinterlege mal was in einem Contract. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 x Blöcke später, nicht mehr als 255 Blöcke später, kann ich dann diese Funktion aufrufen und anhand von dieser Zufallszahl dann entscheiden, bekomme ich davon etwas oder bekomme ich nichts. Das ist eben neuerdings ein bisschen einfacher möglich seit dem Wechsel auf Proof of Stake. Was wir gesehen haben, Message Sender, Message Value, deswegen auch hier fett gedruckt, weil die wird man sehr häufig verwenden. Dann ganz klassisch, darauf gehe ich nicht ein, if else while do for break, kennen wir alle. Creating Contracts kann man machen, sogar im Contract selber. Das werde ich noch im Anschluss zeigen, von außen programmatisch mit einer Web3 Library, Konstruktor haben wir auch gesehen. Inheritance haben wir uns ebenfalls angeschaut. Es gibt Abstract Contracts, es gibt Interfaces, haben wir uns auch bereits angeschaut. Da werde ich nicht groß darauf eingehen. Und die Frage in der Übungsstunden oder in der Vorlesung, die mir gestellt worden ist, kann ein Contract einen anderen Contract deployen? Die Antwort ist ja, es ist eigentlich relativ einfach. Und zwar haben wir hier den Child Contract zum Beispiel mit einem Konstruktor und hier haben wir den Factory Contract und den Contract deployen wir einfach, indem wir hier schreiben Child Contract, New Child Contract und dann haben wir unseren Contract deployed. Das geht auch, ist aber teuer. Das heißt, wenn möglich, sollte dann so ein Contract, wie gesagt, nur einmal deployed werden und dann mit den gewissen Datenstrukturen soll gearbeitet werden, immer wieder einen neuen Contract zu erstellen. Das geht ins Geld. Was es auch noch gibt, werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Man kann dann direkt auf die Opcodes zugreifen, wenn man zum Beispiel erfahren möchte, ob eine Adresse ein Smart Contract ist oder nicht, kann man zum Beispiel nach der Code Size abfragen, wie hoch die Code Size ist. Wenn sie 0 ist, ist es kein Contract, ist es eine externally owned Address und wenn es eine Größe hat, dann ist es ein Contract. Das ist auch zum Gas-Optimieren, werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, wenn wir bei den arithmetischen Operationen zum Beispiel wissen, dass man dann garantiert nie in Underflow-Overflow gehen kann, dann kann man das mit Unchecked in einem Unchecked-Statement machen und dann wird diese Overflow-Underflow-Analyse nicht mehr gemacht, spart auch ein bisschen Gas. So, hier habe ich nun ganz viele Referenzen. Das finde ich noch gute Tutorials. Könnt ihr euch gerne anschauen, Best Practices von Consensus. Das sollte man sicher durchlesen, wenn es Richtung Security geht. Das ist so ein Überblick, wie das funktioniert mit den Statements.
Hier auch wieder über Security. Das ist natürlich bei Smart Contracts ganz wichtig. Basic Solidity Syntax, die originale Solidity Referenz, auch immer ein gutes Nachschlagewerk von der Deb University gibt es auch zum Einsteigen ein gutes Tutorial. Das heißt, hier gibt es relativ viele Informationen im Netz. Schaut die euch an, wenn ihr Fragen habt. Ich kenne mich recht gut mit Solidity aus und kann euch da sicher helfen. Gut, das wäre jetzt von der Solidity Front. Also in der Vorlesung haben wir mit einem Crashkurs gestartet, wo ich mal einfach alles gezeigt habe, ohne wirklich in die Details zu gehen. Das mehr mit dem Hintergrund, dass ihr sehen solltet, was gibt es für Möglichkeiten mit Smart Contracts, was kann ich damit erreichen, was geht nicht, damit man hier ein bisschen Gefühl bekommt, was im Challenge Task alles möglich ist und was nicht. Und jetzt haben wir uns mit den Details beschäftigt mit Solidity. Dort haben wir uns angeschaut, wie man so ein Smart Contract entwickelt. Und jetzt sollte man eigentlich in der Lage sein, damit zu starten. Man weiß, was man damit alles erreichen kann. Man weiß, wie man es erreichen kann. Und natürlich, also Solidity ist jetzt nur eine Möglichkeit, wie man ein Smart Contract entwickeln kann. Es gibt ganz viele andere Sprachen auf anderen Blockchains. Meiner Ansicht nach ist die Developer Experience bei Ethereum die beste. Es gibt aber auch, wie gesagt, andere Chains, wo man mit anderen Programmiersprachen programmiert, bei Solana mit Rust, bei Tezos mit Mikkelsen, das ist so eine funktionale Sprache. Bei Cardano ist es auch eine funktionale Sprache, ähnlich zu Haskell. Bei ICP oder Definity, dort kann man mit WebAssembly arbeiten, das heißt, man kann dort diverse Programmiersprachen verwenden. JavaScript, Rust, Go. Man muss dann einfach nach WebAssembly kompilieren und dann kann man WebAssembly laufen lassen. Das ist natürlich auch alles möglich, funktioniert auch alles, aber dazu gibt es dann ein bisschen weniger Hilfestellung, auch im Netz. Ist nicht so, dass es überhaupt nicht funktioniert, aber eben die Developer Experience bei Ethereum, die finde ich am besten. Die anderen Blockchains haben andere Vorteile. Und zum Teil, wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert, muss man dann auch mal aktiv werden und auf Discord nachschauen oder mal einen Bug submitten. Dann wird einem schon geholfen, aber es ist ein bisschen aufwendiger.